Das ist ein schönes Teil. Allerdings macht es keinen Elektrizitätsschaden. Aber dieses Darmisu ist extrem. Es kostet aber auch ein bisschen was. Aber das wäre gut was für Liliana, deswegen kaufe ich es einfach mal. Und der Rest ist hier nicht so doll. Kinnriemen. Das ist auch ganz nett. Schnelles Zielen, gut, das brauchen wir nicht. Dalish-Handschuhe, die beschriftet sind. Sollten das mal mit Liliana vergleichen, weil sie hier am ehesten davon profitieren kann. Die sind besser als unsere jetzigen. Dalish-Stiefel sind auch besser. Die richtige Dalish-Rüstung ist ebenfalls besser. Kettenrüstung, ja gut, das haben wir ja gerade alles hier verkauft. Das ist auch wesentlich besser. Gut, dann haben wir Liliana zumindest mal aufgebessert. Kaufen den auch mal. Oh, hier sind auch wieder welche übrig geblieben. Ach so, weil ich nicht alle auf einmal gekauft habe. Und naja, das nimmt auch Platz weg. Vielleicht sollte ich das lassen. Einen Rucksack nehme ich auf jeden Fall noch mit. Einfach um noch mehr Platz zu haben. So. Und jetzt wird Liliana noch weiter verbessert. Wir müssen dringend mal zum Zirkel zurück. So, einfach andere Farben, aber es passt trotzdem. Um mehr Ausrüstung für unsere Wir Magier zu arbeiten kaufen. hart, um So, das kann weg. Moment mal. Ach so, die sind nicht so gut, die Dalish-Handschuhe. Die einfachen Dalish-Stiefel auch nicht. Muss ich nochmal gucken. Ja, Tatsache. Ist alles nicht ganz so gut. Es dauert Jahrzehnte, selbst das Wenige zu meistern. Meister Verathorn fordert viel von uns. Es dauert Jahrzehnte, selbst das Wenige zu meistern, das wir von den alten Handwerkern. Gut, machen wir weiter. Ihr seid zurück? Habt ihr vielleicht Neuigkeiten über den Nyla? Ja, aber leider keine guten. Ihr habt Neuigkeiten? Habt ihr sie gefunden? Seid ihr euch sicher? Sie hat mir ein Halstuch gegeben. Seht selbst. Das ist ihr Halstuch. Wo habt ihr sie gefunden? Was ist ihr zugestoßen? Sie ist an dem Fluch gestorben. An dem Fluch gestorben. Zethrin hat die Wahrheit gesagt. Der Hüter hat die Wahrheit gesagt? Seid ihr sicher? Naja, indirekt schon. Absolut. Und sie lässt euch ausrichten, dass sie euch liebt. Oh, ich verstehe. Das tut mir leid. Zumindest hat sie Frieden gefunden. Richtig. Frieden im Tod. Hier habt ihr das Amulett, wie versprochen. Ich sollte jetzt gehen und einige Vorbereitungen treffen. Ich muss angemessen um meine Frau trauern. Dara Shira lebt wohl. Ihr ebenfalls. Oh Mann, das muss schrecklich sein. Morrigan ist vor allem dagegen. Morrigan. Trotzdem ist sie uns noch zugetan, genau. Aber es ist jetzt schon ganz schön knapp. Ja, ich möchte mal gucken, was das Amulett macht. Etwas Zaubersresistenz ist nicht besonders gut. Können wir eigentlich gleich wieder verkaufen, aber ich möchte erstmal die anderen Quests nochmal mir angucken. Ist er jetzt positiv uns gegenüber? Ihr habt es geschafft, Ja, besser. Fremder. Ihr habt uns vor dem Wüten des Fluchs gerettet. Mögen die Schöpfer euch auf ewig segnen. Aber nach all diesen Jahrhunderten haben wir Zethrian verloren. Ich hoffe, er ist heldenhaft gestorben. Ja, ich würde sagen, das ist er. Schön. Ich wünsche mir ein gutes Ende für diese Geschichte. Er wird für viele Kinder der Dalish ein Vorbild sein. Und jetzt bereitet uns Hüterin Lanaya darauf vor, an der Seite der Menschen in den Krieg zu ziehen. Ich hätte nie geglaubt, diesen Tag zu erleben. Ich freue mich jedenfalls darauf, gegen diese dunkle Brut zu kämpfen. Wirklich? Dann hoffe ich, dass du zurückkehrst und uns alles darüber erzählst. Was euch betrifft, Fremder, ich schätze, ich werde eines Tages Geschichten über den Grauen Wächter erzählen. Das freut mich natürlich. Hallo, ich habe keine Angst vor dir. Ich bin ein großer Krieger der Dalish. Kamen.
Jetzt, wo der Wald wieder sicher ist, kann ich endlich auf die Jagd nach meinem eigenen Fell gehen. Dann wird Gaynor mir gehören. Exakt. Warum hat er immer noch ein Questzeichen über so einem Kopf? Jetzt, wo der Wald wieder sicher ist, kann ich endlich auf die Jagd nach meinem eigenen Fell gehen. Zack. Wir schulden euch großen Dank für alles, was ihr für uns getan habt. Ohne euch müsste unser Clan jetzt um noch viel mehr Jäger trauern. Ja, das mag sein, aber ich hab's gerne getan. Oh, warum sind wir eigentlich mit Morrigan unterwegs? So. Die Starter können wir jetzt auch angucken. Hallo? So soll das nicht gehen. Okay, anscheinend geht's nicht. Können wir hier noch was machen? Zurückgekehrt, um noch einmal nach meiner Halle und mir zu sehen? Ja, kann ich irgendwas tun? Ich weiß es nicht. Besitzt die... Versuchen wir es mal nochmal, jetzt sind wir schon etwas besser. Ja, es funktioniert. Ah, gut. Sie beruhigt sich. So ist es gut, meine Liebe. Ganz ruhig. Erzähl mir, was dich beunruhigt. Ah, ich verstehe. Nicht sie ist krank, sondern ihr Lebenspartner. Er wurde während des Angriffs gebissen und sie macht sich große Sorgen um ihn. Ich habe nicht bemerkt, dass eine weitere Halla verletzt wurde. Jetzt kann ich verhindern, dass sich die Krankheit auf die gesamte Herde ausbreitet. Maserunners, ich danke euch. Ihr habt meinem Clan heute einen großen Dienst erwiesen. Ich werde euch ewig für eure Hilfe dankbar sein. Gerne. Quest absolviert, tada! Haben wir hier noch andere Quests jetzt übrig? Genau in dem Moment ist es verschwunden. Kamins Kummer. Der Schatz des Magiers, ja. Zwei weitere müsste ich da noch finden. Aber ja, ich denke mal, dass wir das beim nächsten Mal machen. Denn ich gehe jetzt nochmal zum Händler zurück. Oder nee. Ich will jetzt so oder so wieder losziehen. Los geht's. Aber erstmal zurück zum Camp gehen. Dass wir uns endlich mal ausruhen können. Ihr seid der graue Wächter, der den Fluch gebrochen hat. Ich verlange zu erfahren, was mit den Werwölfen geschehen ist. Wo sind sie? Sie sind keine Werwölfe mehr. Der Fluch wurde aufgehoben. Das macht keinen Unterschied. Diese Ungeheuer haben meinen Mann ermordet und viele meines Clans. Das Blut der Dalish klebt an ihren Händen. Wenn sie wieder Menschen sind, wird es nur umso einfacher sein, Rache für ihre Verbrechen zu nehmen. Sagt mir, wo sie sind. Wir versuchen sie mal zu überreden. Zethryn wollte ebenfalls Rache. Ihr seht ja, wohin das geführt hat. Seine Rache war gerecht. Wenn ich ihr Blut nicht bekomme, dann hole ich mir eures. Im Namen des Gottes der Rache, Elgahan, verlange ich Gerechtigkeit. Oh oh. Ist das echt euer Ernst, Leute? Wow. Wow. Die sind echt böse. Wir haben euch gerade von dem Fluch befreit. Meine Güte, seid ihr nicht so sauer immer auf uns hier. Irgendwelche Befehle? Kommt als Erster dran. So soll es sein. Übrigens, Morrigan. Zack. Ha. Keine Chance, Leute. Ich find's lustig, dass es so viele sind und nicht nur da ein oder zwei. Bereit. Aber gut, das lässt sich auch erklären. Es wurden ja viele verwandelt. Ein paar davon sind auch gestorben. Oh, jetzt ist hier wieder was los. Fluch drauf. Ich glaube, ich habe es gerade nicht gemacht. Ja, habe ich nicht. Jetzt aber. Dann ziehen wir Lebenskraft und etwas Mana. Sie hat keine Chance. Ich werde es tun. Mehr hast du nicht drauf? Und auch ihr seid dran. Eine Gruppenheilung wäre mal ganz nett. Ich will immer noch nur zum Camp, um endlich die Sachen zu heilen. Versuch einfach nicht allzu unfähig zu wirken. Das ist ein bisschen peinlich. Warum sind wir schon wieder im Wald? Ich will nicht in dem Wald. Naja, gut. Natürlich. Trotzdem danke fürs Silber. Ich wollte ja gar nicht in dem Wald. Hä? Na, wir nehmen jetzt einfach wieder alles mit. Wo zur Hölle ist der Ausgang? Warum sind wir mitten im Wald plötzlich? Jetzt mal ernsthaft, warum sind wir schon wieder mitten im Wald? Hat mir das keiner erklären können? Ich meine, achso, vielleicht bin ich nur in die Richtung einmal gegangen. Das hat schon gereicht. Ich musste wahrscheinlich in die andere Richtung, ne? Ja, okay. Trotzdem ist das krass, dass wir sofort hier hinten sind.
da ich ja nicht unbedingt da durchlaufen wollte. Aber es ist interessant, dass es auch nochmal, nachdem man schon mal da war, noch weitere Sachen gibt, die passieren können. Siegreich im Krieg, wachsam in Friedenszeiten, oft vorbereitet im Tode. Grauer Wächterspruch, sozusagen. Können wir jetzt eigentlich an die Truhe? Ich speichere mal vorher ab. Da ist ein Liederbuch drin. Jetzt können wir es einfach mitnehmen. Ich hätte einfach nur warten müssen. Genau, wir müssen zu Mithra. Es war für euch und eure Mutter, ich, Morrigan, euch ständig vor der Kirche und ihren Jägern zu verstecken. Euer mitleidvoller Ton ist ebenso unangebracht wie überflüssig, alte Frau. Unser Leben war in keinster Weise von Schwierigkeiten geprägt. Aber hin und wieder ist doch sicher jemand auf euch aufmerksam geworden. Und macht hin oder her, niemand will den vollen Zorn der Kirche auf sich lenken. Bisweilen kamen Jäger in die Wildnis. Sie gingen nie wieder fort. Und das hat nie das Interesse der Kirche geweckt? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Es gibt sicher vieles, was ihr kaum glauben könnt. Etwa, dass ihr selbst eine Hundeleine tragt und das auch noch schätzt. Es gibt gute Gründe dafür, dass die Welt Magier fürchtet, obgleich wir die besten Absichten haben. Eure besten Absichten vielleicht. Mich geht diese Furcht nichts an. Okay. Soweit ich weiß, werden wir uns eurem Kampf anschließen, sobald sich die Jäger wieder erholt haben. Ich freue mich darauf. Ja, ich würde mich nicht freuen. Die dunkle Brut ist ganz schön fies. Aber wir müssen sie zurückschlagen, von daher ist das schon okay, dass sie sich freuen. Zurück ins Camp. In ihrer ursprünglichen Heimat Alethan waren die Elfen unsterblich und hatten eine... Ich habe Mutters Zauberbuch studiert. Wollt ihr wissen, was ich gefunden habe? Was habt ihr gefunden? Es ist nicht, was ich erwartet hatte. Ich hatte auf eine Sammlung ihrer Zauber gehofft, ein Abbild ihrer Macht. Aber so ist es nicht. Aber ihr seht... Moment mal, verärgert aus? Nein. Beunruhigt? Beunruhigt, genau. Ja, vielleicht ist das das richtige Wort. Vor allem eines in ihren Aufzeichnungen beunruhigt mich wirklich. Hier erläutert Flemeth in allen Einzelheiten, wie sie es geschafft hat, die Jahrhunderte zu überdauern. Und? Nein, das werden wir mal nicht. Ein Spruch der Unsterblichkeit? Wenn es doch nur so wäre. Flemeth hat in ihrem langen Leben viele Töchter aufgezogen. Auch in den Legenden der Chasind ist von zahlreichen Hexen der Wildnis die Rede. Ich habe nie eine davon gesehen und habe mich immer gefragt, warum nicht. Jetzt weiß ich es. Wenn ihr Körper alt und schrumpelig wird, zieht sie eine Tochter auf. Und wenn die Zeit reif ist, übernimmt sie den Körper dieser Tochter. Oh. Und ihr seid euch sicher? Absolut. Genau das wird in dem Buch beschrieben. Flemeths Töchter, ihre Vorbereitung, ihre Ausbildung. Ich erkenne das alles wieder. Ich soll der nächste Wirtskörper sein. Das ist mein Zweck. Was denkt ihr darüber, damit zu tun? Oder dagegen zu tun? Es gibt darauf nur eine mögliche Antwort. Flemeth muss sterben. Ich warte nicht wie ein leerer Sack darauf, gefüllt zu werden. Flemeth muss erschlagen werden und dazu brauche ich eure Hilfe. Vielleicht solltet ihr mit ihr reden, zumindest zuerst. Und wozu? Im besten Fall bekäme ich haltlose Versicherungen zu hören. Und im schlimmsten Fall sperrt Flemeth mich ein, sobald ihr klar wird, dass ich weiß, was ich tue. Ich kenne meine Mutter gut genug. Wenn es um ihr Überleben geht, wird sie keine Gnade zeigen. Also darf ich das auch nicht tun. Also gut, ich werde helfen, wenn ich kann. Dann müsst ihr zu Flemeths Hütte in die Korkari-Wildnis zurückgehen. Ohne mich.
Wenn ich bei ihrem Tod zugegen bin, könnte es sein, dass sie meinen Körper umgehend in Besitz nehmen kann. Daher muss ich im Lager bleiben. Stellt sie und erschlagt sie rasch. Ich bezweifle zwar, dass sie dann wirklich tot ist, aber es wird Jahre dauern, bis sie einen neuen Wirtskörper findet und ihre Macht wiedererlangt. Okay. Wenn überhaupt. Ich brauche ihr echtes Zauberbuch. Damit kann ich mich in Zukunft vor ihr schützen. Alles andere in der Hütte gehört euch.